spitzen Herzen, Hallöchen und herzlich willkommen. Ich freue mich, euch alle recht herzlich begrüßen zu dürfen. Willkommen zurück zur Liebeslegung für den Mai 2022. Was erwartet dich für dein Sternzeichen Schütze? Aszendent Schütze oder Mondzeichen Schütze? Wenn du eines dieser drei Dinge in deinem Chart hast, kannst du dir diese Legung hier anschauen. Wenn du hier zum allerersten Mal auf meinem Kanal gelandet bist, dann Hallöchen, du liebe Seele. Ich freue mich, dich hier herzlich zu begrüßen. Wahrscheinlich ist hier eine Nachricht für dich. Ich bin eine intuitive Kartenlegerin. Ich lege hier mit Tarot- und Orakelkarten. Wenn dir das Ganze hier nichts sagt, dann bitte ganz kurz unten in der Infobox stehen alle Dinge weiter ausführlich beschrieben. Und wenn dir aber Tarotkartenlegungen schon hier vertraut sind, dann entspann dich, relax dich, gleich geht's los. Für meine lieben Männerherzen, Hallöchen, herzlich willkommen. Ihr wisst Bescheid, einfach die Geschlechterrolle umtauschen. Und für meine lieben Crosswatchers, Hallöchen, ihr wisst auch Bescheid. Schau einfach, ob das für dein Gegenüber hier resoniert. Oder schau einfach dann beim Aszendenten oder Mondzeichen nach, ob das dann besser harmoniert, okay? Dankeschön, meine lieben Schützenherzen, für euren Support, fürs Abonnieren, Liken, Teilen, Kommentieren. Danke für diesen Energieausgleich. Und meine lieben Schützenherzen, wenn du Interesse hast an einer privaten Legung, einfach unten in der Infobox siehst du meine E-Mail-Adresse oder auch mein Instagram. Da kannst du mich dann kontaktieren. Gut, wir fangen an. Für meine lieben Schützenherzen, Monat Mai in der Liebe. Kommt noch eine dritte Karte. Okay. Oh, wow, sechs der Stäbe. Glaube und du wirst es auch hier erfolgreich umsetzen. Wunderschöne Energie. Es geht nach vorne. Dann haben wir hier, öffne dich. Ja, glaube daran. Öffne dich dafür mit vier der Münzen, halte nicht zurück. Öffne dich hier, um Liebe zu empfangen. Wunderschöne Energie für meine lieben Schützenherzen. Und aha, du bist rausgefallen, ne? Sieben der Schwerter. Ja, okay. Du suchst nach der Wahrheit. Ja, du willst gucken, ja, was ist die Wahrheit? Ist diese Person vertrauenswürdig? Wieso ist meine alte Beziehung so verlaufen? War es nur die Schuld von meinem Partner gegenüber? Ja, du schaust ein bisschen tiefer in die Materie. Wir haben hier auch, das Gericht, voll schön. Ich mag die Karte hier von diesem Deck sehr arg, ja, weil es hier für mich so eine innere Transformation, die hier stattfinden wird, diesen Monat in der Liebe. Okay? Wunderschöne Energie. Wow. Von den Zeichen kommt hier Wassermann-Waage Zwilling. Es kommt aber auch Jungfrau Stier und Steinbock. Und wir haben Schütze Widder Löwe. Ich habe noch nichts gesagt. Okay, ich werde sie einfach mal nehmen. Die Herrscherin. Ich weiß jetzt nicht, auf welche Karte das bezogen ist. Die Herrscherin. Aber Dankeschön. Die muss einfach jetzt hier mit da sein. Und ich nehme es einfach für die mittlere Karte, weil ich konnte mich gerade zwischen beiden nicht entscheiden. Und ich finde das Symbol, es sieht so weiblich aus, ja, also, ja. Öffne dich für dein wahres Ich. Verstecke dich nicht hinter dieser Maske, hinter diesem schüchternen Mädel. Das ist so, was ich hier aufnehme, ja. Es wird Zeit, dass du dich hier öffnest und dein wahres, weil ich sehe hier, wie du dich hier so öffnest, ja, man sieht dahinter, hier vorne siehst du so ein lila Kleid und drunter, dahinter ist eigentlich rot, aber es war halt versteckt, man konnte es nicht sehen, ja, du öffnest dich, ja, und hier öffnest du auch, du legst diese Maske ab von diesem schüchternen Mädchen, dieses, oh, ich weiß nicht so recht, was ich möchte und, ja, was nicht ehrlich ist und, ja, ich denke mal, in der Vergangenheit hast du hier eine Maske getragen, um diesen Partner, potenziellen Partner hier zu gefallen, das perfekte Mädchen, die perfekte Frau gespielt oder was auch immer hier dahinter steckt, weil es kam die Herrscherin und du bist die Herrscherin, ja? Du bist nicht diejenige, wo der Mann sagt, wo es lang geht. Nein, du bist die Herrscherin, du weißt, wo es lang geht. Du brauchst auch einen Herrscher, einen Mann, der mit einer Herrscherin auch umgehen kann, ja? Ihr seid auf gleicher Augenhöhe, so etwas benötigst du und du musst dich hier nicht verstecken. Ich habe das Gefühl, diesen Monat geht es hier sehr viel um dich,
um deine Transformation, um dein wahres Ich oder dein weibliches Ich, ja, dass du dich hier so zeigst, dass du sein darfst, wie du möchtest, dass du dich nicht hier verstellen musst, um einen Mann zu bekommen oder einen Partner zu bekommen, weil so ziehst du halt einfach nur Narzissten an. Muss ich einfach so an der Stelle sagen oder sagen, ja, so wirst du nicht den richtigen Partner anziehen, weil diese Person verliebt sich halt in deine Maske, in etwas, was du nicht bist. Und wenn du dich hier gleich zeigst, wer du bist, dann spielst du hier mit offenen Karten und auch du ziehst dann auch an andere Männer, Jungs, wie es auch immer an. Okay? Wow, ich würde noch gerne die 6 der Stäbe hier klären. 6 der Stäbe. Oh, okay, da kommt einiges rein. Raus, rein. Okay, wir haben 10 der Münzen. Alles ist gut. Die 10 der Schwerter, aber mit alles ist gut und Ritter der Schwerter. Ja, also ich sehe halt hier mit 10 der Münzen, es ist so eine stabile Umgebung. Du möchtest hier, das ist glaube ich auch so dein Ziel, du glaubst daran, dass du eines Tages hier die 10 der Münzen erreichen kannst mit einem, sag ich mal, einem sicheren Familienleben, aber auch ausbalancierten Berufsleben, ja, Familie, Beruf. Sicheres Einkommen, ja, einfach stabilere Situation in der finanziellen Bereich, wie aber auch in der partnerschaftlichen Bereich. Das ist, worauf du zusteuerst, das ist, welche Richtung du hier einschlägst oder einlenkst. Das ist, woran du glaubst und das ist, wo du hier erfolgreich sein möchtest. Ja, aber es sind ja auch Dinge einfach, die darunter liegen, aber das ist alles ist gut. In deiner Vergangenheit, was du hier einfach erlebt hast, waren halt Partnerschaften, die sehr schnell waren, schnelles Ende, schneller Anfang. Das ist hier so, was ich aufnehme und du hast dich jedes Mal hier so, ja, als ob dir jemand hier in den Rücken fällt und du wurdest hier mehrfach enttäuscht, ist einfach, was ich hier für dich aufnehmen darf. Könnte aber auch hier ein Hinweis darauf sein, dass hier dein Ex-Partner wieder zurückkommt. Wir sind im rückläufigen Merkur, da ist das einfach möglich, ja, dass sich hier Verflossene wieder melden. Okidoki, wir gehen weiter zu den Orakelkarten für meine lieben Schützenherzen Monat Mai. Was sollten meine lieben Schützenherzen für den Monat Mai jetzt wissen? Für meine lieben Schützenherzen Monat Mai. Für meine lieben Schützenherzen Monat Mai. Danke, nicht bitte in die Kerze. Danke. Trennung. Ja, es gab hier eine Trennung. Aha. Du hast dich hier von deinem Partner getrennt in der Vergangenheit, ja? Entweder warst du hier nicht ehrlich oder hast nicht dein wahres Ich sich ihm dir öffnen können. Ja, es gibt hier eine Trennung von die du durchlebt hast, wahrscheinlich in der Vergangenheit oder gerade durchlebst, ja? Und hier hinten sehe ich, lass deinen Ex-Partner los, die Zeit ist gekommen, deine Energie hier zu klären, ja? Damit hier auch die wahre Liebe einfach zu dir kommen kann. Wunder, wunder, wunderschön. Für meine lieben Schützenherzenmonat Mai. Bindungsangst, ja, wie ich dir gesagt habe, schnell rein und raus. Dein Ex-Partner hatte in der Vergangenheit hier Bindungsangst, es gab hier Bindungsängste, ja. Das war hier immer so das Problem, sich zu entscheiden, sich zu binden. Das ist eine Thematik, die dich hier beschäftigt, ja. Oder du hattest hier Bindungsangst, aber ich nehme eher auf, dass es für die Mehrheit von deinem Partner kam, ja. Für meinen lieben Schützenherzen Monat Mai. Was sollten meine lieben Schützenherzen für den Monat? Ja, was ist denn da los? Für meine lieben Schützenherzen Monat Mai. Was sollten meine lieben Schützenherzen für den Monat Mai jetzt wissen? Ja, du fängst an, hier einfach gesündere Entscheidungen zu treffen. In deinem Leben oder auch in deinem Liebesleben, du arbeitest hier an deiner Selbstliebe, du schaust hier nach dir, du schaust hinter dem Schleier, hier hinten haben wir das Schwert und die Rose, es kommt hier Klarheit rein, dir wird einiges klar, was schiefgelaufen ist in deiner letzten Partnerschaft, ja, du bist ehrlich auch mit dir selber, genau, wunder, wunder, wunderschöne Energie. So,
für meine lieben Schützenherzen Monat. Mai. Okay, einige Karten kamen hier raus. Versteckte Gefühle. Ja? Lass deinen Ex-Partner los. Vielleicht hat dein Ex-Partner hier noch versteckte Gefühle für dich, aber er zeigt es nicht. Ist so ein bisschen spielchenmäßig. Ich habe Angst. Vielleicht hat jemand Neues hier, jemand, der dich im Auge hat, hat hier Gefühle für dich, aber hat Angst, es dir zu zeigen oder dir zu sagen. Vielleicht seid ihr hier Gegensätze oder habt unterschiedliche Kulturen oder schwarze Hautfarbe, weiße Hautfarbe. Es gibt etwas, was euch hier sehr worin ihr euch sehr unterscheidet. Rückläufiger Merkur. Ja, okay, wir haben hier die Leidenschaft. Ja, an Leidenschaft hat es nie gefehlt, ja, in deiner vergangenen Beziehung. Da kommt hier die Leidenschaft durch. Es hat nur hier an der Bindung gehapert, okay? Wir gucken. Uiuiui, wie sieht denn meine Legung hier aus? Gut. Für meinen lieben Schützenherzenmonat, da will ja alles runterfallen hier. No. Monat Mai für meinen lieben Schützenherzen. Dankeschön. Okay, danke. Dann haben wir hier göttliches Timing, bestimmt dein Liebesleben. Also wenn du diese neue Person triffst oder wenn sich hier jemand dir sich offenbart, es dauert noch ein Weilchen, ja. Jemand findet dich hier sehr heiß. Es ist ein Nein, ja. Lass deinen Ex-Partner losgehen. Wenn du hier überlegst, wieder irgendwas wie mit ihm zurückzugehen oder in dein Leben hier reinzulassen, wenn er dir hier eine Nachricht schreibt, nein. Und du hast denjenigen schon getroffen. You already met the one. Also, du kennst diese Person schon und jemand hat hier heimliche Gefühle für dich und hat Angst, es dir zu zeigen. Er verbirgt sich hier noch im Schatten. Er ist noch nicht sichtbar, aber er wird sich hier zum richtigen Zeitpunkt dir offenbaren. Oh lala. Okay, meine lieben Schützenherzen, das war eure Legung. Wenn du mit meiner Energy warst, darfst du mir gerne ein Abo da lassen, eine Gefällt-mir-Angabe oder auch einen Kommentar hinterlassen. Vielen herzlichen Dank für diesen Energieausgleich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mai. Bis dann, meine lieben Herzen. Tschüss.